Diese Ansicht kennt ihr ja bereits von den Dart Games. Hier könnt ihr auf Tauziehen klicken. Ihr wisst aber, man kann auch einfach mit den Pfeiltasten navigieren. Zack, 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 das mache ich jetzt hier gerade. Oder man kann mit der Maus draufklicken und wenn ihr einen Touch-Laptop habt, könnt ihr auch mit dem Finger draufdrücken. Das habe ich jetzt gerade gemacht, hier auf meinen Bildschirm gedrückt. Servus, Dartkollege. Hier neben meiner Schulter steht mal wieder der Laptop von Spider-Woman und erfahrene Abonnenten wissen längst, dass es wieder um ein Spiel geht aus der Reihe Dart Games vom Roland Watz, die ihr euch auf dartkiste.de kostenlos runterladen könnt. Wie das Ganze funktioniert, gibt es schon ein Video dazu, könnt ihr euch auf meinem Kanal anschauen. Ich verlinke euch das da oben auch nochmal. Heute möchte ich euch die Spielvariante Tauziehen vorstellen. Worum es dabei geht, ist ganz schnell gesagt. Das Spiel spielt sich so ab wie ein echtes Tauziehen. Beide Spieler beginnen mit 251 Punkten. Wir haben hier das Tau. In der Mitte ist so eine Markierung, wie ihr das kennt beim Tauziehen. Der eine wirft 100 Punkte, dann zieht sich das Tau in die eine Richtung. Der eine hat dann 351, der andere nur noch 151. Dann wirft der andere, wirft vielleicht 60 Punkte, geht es wieder ein Stück in die andere Richtung. Dann sind wir bei 211 und 291. Und so geht es dann immer weiter. Das Spiel endet, wenn jemand genau 501 Punkte hat. Wer jetzt mitgerechnet hat, 251 Punkte zweimal am Anfang auf beiden Seiten. Das sind insgesamt 502 Punkte. Das heißt, wenn einer 501 Punkte hat, bleibt bei dem einen noch ein Punkt stehen. Dann hat der Spieler gewonnen, der natürlich die 501 Punkte erreicht hat. Wie das Ganze in den Dart Games aussieht, schauen wir uns jetzt in der anderen Ansicht an. Diese Ansicht kennt ihr ja bereits von den Dart Games. Hier könnt ihr auf Tauziehen klicken. Ihr wisst aber, man kann auch einfach mit den Pfeiltasten navigieren. Zack, 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 das mache ich jetzt hier gerade. Oder man kann mit der Maus draufklicken und wenn ihr einen Touch-Laptop habt, könnt ihr auch mit dem Finger draufdrücken. Das habe ich jetzt gerade gemacht, hier auf meinen Bildschirm gedrückt. Und dann, wie gesagt, M3 Advanced gegen Winmo. Seht ihr hier, so werde ich es auch spielen. Also meine neuen Liga-Darts. Ich gehe mal davon aus, dass ich jetzt mit denen demnächst spielen werde, gegen meine alten Liga-Darts. Und ja, ich hatte ja gesagt, 100 Punkte wirft der, da trage ich 100 Punkte ein, drück auf Enter. Und ja, dann machen wir weiter. Winmo hätte 60 Punkte, zack, sind wir bei 291 zu 211. Dann geht es halt immer so weiter. Jetzt gehen wir nochmal 100 Punkte, dann gibt es vielleicht nur 40 Punkte. So, und jetzt wirft er nochmal 100 Punkte. Der ist halt gut mit der M3 und dann haben wir 49 Punkte und der wirft jetzt wieder 100 Punkte und dann, zack, oh, das geht nicht. Wichtig ist, dass ihr exakt auf die 501 Punkte kommt, um zu gewinnen. Wenn ihr euch überwerft, also bei diesem Spiel, spielt man von unten nach oben, nicht 501 rückwärts, sondern eben aufwärts bis 501, eben dass man immer wieder Punkte geklaut kriegt. Aber man muss exakt auf 501 kommen. Das heißt, der Winmo, der wirft jetzt mal einen Punkt. So, und der Advanced wirft jetzt wieder 100 Punkte. Und dann, zack, haben wir die Situation. Ich schiebe das mal ein bisschen hoch, dass ihr das auch seht. 501 und einer ist noch übrig bei Winmo. So funktioniert das Spiel. Jetzt spiele ich das Ganze mal für euch durch. An der Dartscheibe, ihr seht den Score unten eingeblendet. Ihr seht, was ich werfe mit den zwei unterschiedlichen Dartsets. Das kann man gut unterscheiden. Und danach gibt es noch ein Fazit von mir und auch eine Idee, wie man das vielleicht noch ein bisschen abwandeln könnte oder ja, was der Roland da vielleicht noch daraus machen könnte. Darüber sage ich euch dann nach meinem ja, Walkthrough auch noch was. Ah, der war am Rad 41 für den Lauf. Die Entreitung. Immer nur 30. Wieder 41. Ja.
100 für ein 3. Das sind nur 33. Gut, dass ich da mal draußen gemacht habe, jetzt nicht. So. Ein oben raus für dich. 45. 55.57. 29, ey. Den letzten brauche ich nicht mehr werfen. So sieht's aus. Mein Fazit zum Spiel: Es macht richtig Spaß. Es ist einfach mal ein Spiel, was man zwischendurch beim Training mal spielen kann, gegeneinander. Wenn man nicht die ganze Zeit immer nur 501 Double Out spielen möchte und ja, es trainiert in erster Linie natürlich nur das Scoring. Hat auch kein Double-Out-System oder sonst irgendwas. Man wird da gar nicht auf Doppel werfen. Man kann mit dem Single-Feld ausmachen, auch wenn ich jetzt hier am Schluss Bullseye
benutzt habe. Es ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, weil man, wenn man dann am Schluss checken will, also auf die 501 Punkte kommen will, da kann man natürlich immer nachrechnen, wie viele Punkte brauche ich jetzt, dass ich genau 501 habe. Oder, was natürlich der Trick dabei ist, man guckt auf den Score vom Gegner, zieht da einen Punkt ab, dann weiß man, wie viele Punkte man Rest hat in dem Fall. Und bei mir waren es jetzt am Schluss 58, standen beim Gegner noch da und ich habe dann gewusst, ich muss 57 werfen, wollte einfach dreimal in die 19 werfen, habe natürlich Triple 19 anvisiert, warum denn nicht einfach mit einem Dart checken. Habe dann die 7 erwischt, was ausgerutscht war, war so nicht geplant und habe dann gedacht, weil es ja eben kein Double Out ist, ich versuche einfach auf Bull und wenn ich Single Bull treffe, werfe ich halt nochmal einen Single Bull. Hätte ich jetzt zum Beispiel Single Bull und dann Rot Bull getroffen, hätte ich mich überworfen, wäre bei dem Score stehen geblieben. Der Gegner wäre dran gewesen, hätte sich wieder Punkte von mir holen können und so hätte das Spiel noch Ewigkeiten weitergehen können. Ja, so ein bisschen zu kritisieren ist an dem Spiel, man weiß nicht so richtig, wann endet es, also weil es immer wieder hin und her geht. Klar, bei 501 Double Out, man spielt sich runter, irgendwann stehen beide auf Madhouse im schlimmsten Fall und irgendeiner trifft's dann. Da kann es aber sein, dass man da theoretisch stundenlang gegeneinander spielt, wenn man sehr gleich stark ist, immer ungefähr gleich scored und sich die Punkte immer wieder gegenseitig wegnimmt. Gerade bei mir jetzt auch, ich spiele gegen mich selbst, würde ich dann auch noch mit denselben Darts gegen mich selbst spielen. Ich bin ja gleich gut, wie ich bin. Natürlich trifft man mal mehr, mal weniger Punkte, das ist auch klar, aber da wären die Unterschiede nicht so zu sehen und dann könnte es sein, dass man da ewig spielt. Ja, man muss sich schon ein bisschen Zeit einplanen, wenn man das Tauziehen gegeneinander spielt, wenn einer deutlich besser ist, ist es relativ schnell erledigt. Und da man ja auch mit einem Singlefeld auf die 501 Punkte kommen kann, ist es zum Checken, zum Beenden des Spiels dann auch gar nicht so schwer. Eine Überlegung wäre jetzt noch gewesen, zum Beispiel, dass man das Ganze zu dritt auch programmieren würde, dass drei Spieler gegeneinander spielen können oder etwa sogar vier Spieler. Müsste man dann halt so machen, wenn man zum Beispiel zu dritt spielt, dass man, wenn man 50 Punkte wirft, die beiden Gegner jeweils 25 Punkte abgezogen kriegen. Das wäre dann genauso fair wie bei dem Spiel zu zweit. Denn man ist einmal dran, dann kommen zwei Gegner, die einem immer die Hälfte von den Punkten klauen, die sie selber werfen. Von daher wird sich auch genauso die Waage halten oder zu viert halt dann eben gedrittelt. Da müsste man Rundungswerte einbauen. Das habe ich aber schon gesehen. Das hat der Roland in seinen Dart Games auch schon gemacht, dass man dann immer aufrundet auf den vollen Zähler natürlich. Wenn man dann zu dritt spielt und einer wirft 57 Punkte, dann müsste er logischerweise 58 Punkte bekommen und die beiden Gegner müssten jeweils 29 Punkte abgezogen bekommen. So müsste man das Spiel dann programmieren. Wäre eine Herausforderung an dich, Roland, wenn du Lust hast, da noch was dran zu machen, das Tauziehen für mehr Spieler zu programmieren, müsste eigentlich meiner Meinung nach kein großes Problem sein. Wenn du Zeit hast, wenn du Lust hast, gerne mal machen, dann kann ich das auch mal ausprobieren, wenn ich mal noch ein paar Freunde da habe und dann können wir mal zu dritt spielen oder ich nehme es mal mit in unser Training bei unserem TSV Kollenberg und probieren das Ganze mal zusammen aus. Danke fürs Zuschauen, danke fürs Trainieren, das ist immer wichtig. Geht ans Board, schmeißt die Pfeile rein, übt, spielt, der Arm muss locker sein, der Arm muss immer in Bewegung sein und trainieren macht auch Spaß, kann alleine Spaß machen, macht zusammen noch viel mehr Spaß und deswegen freue ich mich, dass es diese Dart Games vom Roland Wanz gibt. Freue mich natürlich auch, wenn ihr meinen Kanal abonniert, die Glocke anschaltet für die Benachrichtigungen, ein Like auf das Video gebt. Alles das hilft dem Algorithmus, dass ich öfter angezeigt werde, dass ich dann mal, vielleicht habe ich sie schon geknackt, wenn das Video rauskommt, aber ja, es ist halt gerade Off-Season, es ist gerade keine WM, es sind gerade keine Majors im Moment. Das kann noch ein bisschen dauern. Aber die 1000 werde ich dieses Jahr hoffentlich noch knacken. Dann gibt es eine große Verlosung, ein Gewinnspiel, wo ihr natürlich gerne mitmachen könnt. Und bis zu meinem nächsten Video wünsche ich euch Good Darts!